Hallöchen, meine schönen Mäuse. Schön, dass wir da seid. Und für alle anderen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzliches Willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, das Colorful World. So, meine Lieben. Ja, ich bin so quasi so kurz wieder da. Genau. Die Insta-Box hat mich erreicht. Deswegen habe ich gedacht, ach komm, heute werde ich mal für euch ein Video abdrehen. Genau, ist ja meine Lieblingsbox. Deswegen sage ich mal, wenn ihr wissen wollt, was in der Install-Box drin ist, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, wie ich bereits ja gerade schon gesagt habe, ist die Install-Box bei mir angekommen. Genau. Alle Angaben findet ihr unten in der Infobox oder ich sag euch das mal eben, genau, die Box kommt ja viermal im Jahr. Im Jahresabo, wenn ihr ein Jahresabo abschließt, bezahlt ihr pro Box, ich muss mal gucken, 27,95 €. Ein Halbjahresabo, dann bekommt ihr zwei Boxen, bezahlt ihr 28,45 €. Und im Flexabo bezahlt ihr 29,95 €. Das heißt, ihr könnt jederzeit erkündigen. Genau. Ist eigentlich meine Lieblingsbox. Wie gesagt, man bezahlt hier quasi 10 € mehr und hier sind auch jede Menge Produkte drin. Die kommt ja alle 3 Monate, ne? 3, 6, 9, 12. Genau, haben wir vier Boxen für ein Jahr, genau, insgesamt. Ist ja logisch, ne? Denke ich mal, dass das logisch ist. So, ich höre jetzt mal auf zu quatschen oder ich quatsch und ich mache einfach mal die Box auf. Wie auch immer. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeschaut. Die Box ist schwer. Das heißt, meistens, wenn die Box schwer ist, dann erwartet uns eigentlich ein Duschgel, Haarshampoo, ein Weichspieler, Haarkur, Conditioner. Ja, ich mache auf. Die Box, wie immer, kommt in die InStyle-Design, ne? Das typische InStyle-Design. So, jetzt habe ich es. Genau. Ich hoffe, dass meine Kamera richtig eingestellt ist. Ich habe da immer noch nicht mit der Kamera hier so im Griff, ne? Ja. Für diejenigen, die sich dann wieder beschweren, dass meine Kamera nicht richtig eingestellt ist. So. Ich tu mein Bestes. So, wir gucken jetzt rein. Es geht ja heute um die Box, ne? Und nicht um meine Kamera. Ist bei der Lieblingsbox. Ein Sneak and Peek habe ich gesehen. Ist schon mal gut. Da kostet auch so 34 € das Sneak and Peek, ne? Habe ich schon direkt nachgeguckt. Okay, diesmal ist die Box nicht bis oben hin gefüllt, sonst haben wir schon mal Probleme gehabt. Oder die Install-Box versenden, haben schon mal Probleme gehabt, den Deckel richtig drauf zu machen. Das ist jetzt hier allerdings nicht der Fall. Wir haben noch Luft, ne? Ich zeige euch das einmal. Versucht, dass nichts rausfällt. So, wir haben hier noch Luft. Sonst war wirklich brechen voll bis oben hin, dass der Deckel noch nicht richtig gepasst hat, ne? Genau. Eigentlich immer gut. Eigentlich. Ist ja jetzt Sommer Edition. Sommer Edition 2023. Ne, steht hier drauf. Sommer Edition. Wir gucken erstmal nicht in Heft rein. Oh. Oh ja. Mhm. Ja, das eine hätten sie sich sparen können. Okay, das ist jetzt doppelt wie derjenige, der jetzt die Glossy Box zuletzt hatte. Da war, glaube ich, so ein Produkt drin. Genau. Aber gut. Ja, wir gucken jetzt erstmal rein. So, ja, das Produkt ist jetzt nicht so mein Ding. Ich glaube, aus dem Alter sind viele raus. Ich weiß es nicht. Das Produkt wird auch mal teuer angepriesen. Und zwar diese kleinen Haarklemmerchen. Ganz ehrlich, ich benutze sie nicht. Nee. Könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob von euch einer total darauf abfährt, diese Klemmerchen hier. Genau. Sind ja die kleinen Klammern, ne? Irgendwie ist mein Bild dunkel. Aber ich habe schon alles versucht. Irgendwie ist die Kamera falsch eingestellt. So, na gut, doch, die kosten also 4 €. Bin ich kein Fan von. Na gut. Kann ja nicht immer alles schicki sein, ne? So. Und das machen wir später. Okay. Ja. Hier haben wir was von Salt Hose. Tote Meer Natural Minerals Anti-Pickel Akut Eisgel Soforthilfe mit Cooling Effekt Dutzmeer Mineralien Salicylsäure 0% Parfüm
Alkohol- und Mikroplastikfrei. Ich glaube, sowas war jetzt, glaube ich, in der Glossybox. Wie gesagt, ich habe die Glossybox im Moment nicht mehr im Abo. Ich zeige euch das mal. Ich hoffe, dass das hier funktioniert. Und einigermaßen klappt. Ja. Ich denke mal, es hat funktioniert. Ne? So. Ja, ist nicht schlecht. Finde ich gut. Habe ich noch nicht. Tue ich gerne testen. Nee, das ist so ein kleines Tübchen. Ne? Kommt mal vollkommen. Das reicht vollkommen. Ne? So, genau. Ja. Finde ich gut. Ja, ist gut. So, die Marke sowieso. Ne? Das ist sowieso gut. Genau. Freiöl. Ja, für jetzt finde ich gut. Figuröl. Shapingöl. Ne? Strafft, festigt die Silhouette. Okay, könnte bei mir ruhig ein bisschen mehr sein. Da ich jetzt sehr, sehr lange schon krank bin, ich bin schon sehr, sehr lange zu Hause. Dazu kommt mal, werde ich demnächst in einem anderen Video vielleicht was mehr erzählen, genau. Deswegen erscheint im Moment auch so wenig auf meinem Kanal. Für alle Körperpartien, ne, mit Scheraöl, Haferöl, Klatschmundsamen, weiße Lupine. Ja, und das war's auch dann schon. Ne? Freiöl ist eigentlich immer gut. Habe ich benutzt, wo ich schwanger gewesen bin. Für den Bauch und für die Oberschenkel, überall da, wo man Schwangerschaftsstreifen bekommt, Brust und so, ne? Genau, soll man sich immer mit Freiöl schön einschmieren. Oder wenn man auch schon Narben hat, da kann man sich wenn man feste Narben hat, kann man auch die Narben so ein bisschen schön einschmieren. Da soll er zarter werden. Genau. Ja, wir gucken einmal rein. Ohne Alkohol. Ohne Alkohol, Farbstoffe, Konservierungsmittel, Mineralöle, Paraffine, ne? PEG und Silikone. Beipackzettel zum Fläschchen, ne? Oh, das ist immer noch das alte Design, ne? Immer noch. Ja. Ja, ja, nicht gut. 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 Toll. Hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch in der Box drin. Ich weiß gar nicht, ob das auch in der Sommer Edition war. Habe ich noch gar nicht benutzt, glaube ich. Ne? Ist auch in meinem Backup-Schrank. Oder habe ich das weiter verschenkt? Ich weiß nicht. So, dann haben wir hier UVA und UVB. Mit Sonnenschutzfaktor SPF 30. 20 ml. Bio Sanse. Mit Zink, ich denke mal Seesalz, eine Sonnencreme, ist das eine Sonnencreme? Steht nichts auf Deutsch. Clean. Fürs Gesicht. Ja, ihr wisst ja, diejenigen auf jeden Fall, die mich verfolgen. Mein Englisch ist so 0,9, das Wichtigste, ne? Das ist so Wichtigste. Okay, wenn er drauf ankommt, dann geht er dann mit Händen und Füßen und ein bisschen Englisch so. Dann fällt mir das alles so ein bisschen ein, aber so war nicht so mein Fach, ne? Ja, ich zeige euch das erstmal. Ich werde euch das mal raussuchen und einblenden, ob das jetzt ein Sonnenschutzmittel ist fürs Gesicht, denke ich mal, weil für den ganzen Körper ist das zu klein, ne? So ein kleines Tübchen. Mit Zink, Seesalz, Sun Creams, oder? Face. Ich denke mal, ich weiß es nicht. Ich denke mal, das wird ein Sonnenschutzmittel sein, auf jeden Fall. Vielleicht. Habe ich euch ja eingeblendet. So. Wir haben noch Sachen drin, ne? Was ich ganz toll finde, das benutze ich eigentlich immer. Im Moment nehme ich das von Garnier, weil ich da noch so zwei Flaschen im Backup habe. Und ich das jetzt muss das auch mal benutzen. Wenn das alle ist, werde ich dann. Ich habe noch was anderes, muss ich erstmal nach und nach alles aufbrauchen. Aber sonst haben wir immer so kleine Pröbchen drin gehabt, so kleine Sprühdosen. Und wir haben jetzt ein Full-Size-Produkt hier drin. Auch von Sanssouci, müsste das auch sein, ne? Salzo, ja, das ist was anderes, genau, von Baden-Baden.
Baden-Baden-Terminalspray, genau. Das mache ich immer drauf, bevor ich eine Pflege drauf mache. Ne? Also nach dem Duschen so, für den ganzen Körper könnt ihr natürlich machen oder nur fürs Gesicht. Ganz ehrlich, wenn ich die kleine Flasche hatte oder eine kleine Flasche habe, dann benutze ich das immer nur fürs Gesicht, bevor ich mich dann eincreme. Ne? Genau, ohne Konservierungsstoffe, ganz tolles Produkt, kann ich echt nur empfehlen. Ganz toll. Ich weiß gar nicht, was das kostet, keine Ahnung. 150 ml ist eine große Flasche, full size. Mhm. Finde ich gut, richtig gut. Toll, freue ich mich riesig drauf. Drüber. Drauf und drüber, genau. So, die Preise werde ich euch natürlich einblenden und nachher den Gesamtpreis von dieser Box. Die lohnt sich immer. Ich kann euch die wirklich empfehlen. Ne? Ich gucke gerade, okay. Wir haben ja auch eigentlich immer so verschiedene Produkte drin. Nicht nur Pflegeprodukte und dekorative Kosmetik. Wir haben ja auch eigentlich immer irgendwas anderes drin, hier was zum Naschen. Oder halt die Klemmerchen, ne? Wir hatten auch schon mal was haben wir noch gehabt? Wir haben schon verschiedene Produkte. Ein ganz tolles Teil hatten wir mal gehabt, ne? Aber habe ich immer noch nicht ausprobiert. 70 Euro konnte man extra bestellen, weil das hier nicht mehr reingepasst hat. Hat man wirklich bekommen. Das war dieses Nädeling, ne? Fürs Gesicht. Müssten wir auch mal ausprobieren. Das habe ich euch schon so oft versprochen, aber habe ich immer noch nicht gemacht. Ich finde einfach keine Zeit. So, das haben wir auch schon mal öfters drin. Zwar nicht dies, anderen Geruch. Ne? Jetzt haben wir von Betty Buckley haben wir jetzt was drin. Orientalblumen. Eine Cremedusche. Das finde ich total gut. Duschzeug ist bei mir immer. Die Körpercremes bin ich ein bisschen faul. Muss ich echt zugeben. Ja. Aber Duschgel finde ich gut. 75 ml. Ja, ist ein kleines, nicht Pröbchen, aber so eine Reisegröße. Ne? Ja. So. Ja, ist nicht so süß. Bin ich gespannt drauf? Ja. Mhm. Ja, finde ich gut. Es so, riecht so ein bisschen frischer, ne? Ja. Bis jetzt ist gut. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte und wir haben noch ein paar. So, soll ich euch das Sneak and Peek mal zeigen, was im Sneak and Peek war? Haben bestimmt viele von euch gesehen. Es gibt verschiedene Sorten. Und zwar dieses alleine kostet schon 34 Euro. Davon habe ich glaube ich auch noch eins im Backup, ich weiß gar nicht. Eine andere Sorte. Das sind ja so Dupes, glaube ich, ne? Kann das sein? Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Bin mir nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall 80% voll. Ist halt Alkohol? Weiß ich nicht. Ne, Alkohol nicht, ne? Ich weiß nicht. Ich rede mich schon wieder am Kopf und Kragen hier. 15 ml. Beach Bliss. Genau. Beach Bliss. Bin mal gespannt, welche Duftrichtung das ist. Ich weiß, das gab es in Sneak and Peek, war nämlich hier orange gewesen. Und das ist ja hier lila-bläulich, ne? Mhm. Warum sagt ihr da nichts? Sitzt gar nicht in der Kamera hier. Ja. Ist nicht so kräftig, ne? Ist angenehm. Mhm. Aber blumig, das riecht so nach Fräsie. Kann das sein? So richtig blumig. Ob ich damit klarkomme, weiß ich noch nicht. Ist so ein Fräsiengeduft, ne? Ich werde euch mal die Kopfnote und die Basisnote einblenden. Genau. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Kiss Profi Liquid Matte. Oh. Gezeigt hatte ich euch das Parfüm? Ich bin mal irgendwie voll verpeilt. Dieses, ne? Ich zeige euch das hin, bevor ich das wieder vergesse, in der Kamera zu halten. Ja. Ich hoffe, das hat funktioniert. Das ist ein Liquid Kiss Prof Liquid Matte.
Ulak, Ulak, kenne ich nicht, die Firma. Scheint schwer zu sein. Ist das eine Glasflasche? Ja. Ich habe eine Pinzette. Bitte kein Knallrot. Bitte, bitte, bitte. Oh ja, das ist schön. Ist aber Plastik. War irgendwie auf jeden Fall schwer. Ja. Ja, so ähnlich wie ich drauf habe, ne? Ja, finde ich gut. Okay. Hat jetzt kein Duft oder so, ne? Aber wenn man richtig dran riecht, ich weiß nicht. Naja. Wird kein kräftigen Geruch. Bin ich gespannt, kenne ich nicht die Firma. Bin ich gleich gespannt, wenn ich nachgucke im Internet, was das Schätzchen hier kostet, ne? 4,5 Milliliter. Mhm. Okay. So, was haben wir hier? Ah. Von Seven Heaven, ne? Genau, Seven Heaven. Vitamin C. Habe ich mal gesehen schon. Das sind, glaube ich, 9 Masken sind das. Mit Vitamin C auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt, ne? Bin ich gespannt. Eine Tuchmaske, 7 Minuten, ohne 7-Minuten-Maske. Hm. Okay. Die Firma ist ja sehr beliebt bei euch, glaube ich. Ja. Vitamin C. 7 bis 10 Minuten, ja, okay. Da finde ich gut, ne? Massen gehen ja eigentlich immer, ne? Ja. Ich war gespannt, wie diese Maske so ist. Was machst du jetzt hier? Wo kommst du her? Ich habe den Balkon auf. Ja, keine Ahnung. So, 2 Produkte haben wir noch. Jetzt haben wir ein Potpourri hier drin. Ist das mit Joghurt? Latte, Milch, Müsli, Joghurt. Okay. Ach, das ist so... Würzen und fertig. Hier steht Würzen und fertig. Ruckzuck, lecker. Natürlich genießen. Knet mich. Ah. Ich weiß nicht, ob das nur für oben drauf zu streuen ist. Der erotische Kick für deinen perfekten Start in den Tag. Nicht nur für Milchschaum auf deinen Kaffee liebt dieser Würze. Leben Popcorn, Müsli, Joghurt auf eine neue Ebene. Mit süßlichen frischen Mango, Vanille, getönter Tonga-Bohne und feinsäuerliche Hibiskusblüte für pikante Glücksmomente. Ja, ich verstehe das jetzt so, dass man das überall drauf streuen kann. Ne? Streu dir das Glück in dem Frühstück. Streu dir Glück ins Frühstück. So, Glück ins Frühstück. Ja, das werden wir doch mal ausprobieren. Ich habe jetzt gedacht, das kann man jetzt komplett mit Milch machen oder so, oder im Joghurt halt, ne? Ja. Ist auf jeden Fall bis 26 haltbar. Zeig euch das nochmal. Genau. So, ein Produkt haben wir noch. Sind viele Sachen drin, ne? 29,95. Ich zahle jetzt 29,95, weil ich habe kein Jahresabo abgeschlossen. Nee. Obwohl ich jetzt schon ein paar Mal hätte ich besser ein Jahresabo machen können. Aber ist nicht schlimm. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, ein Blush. Kenne ich die Firma, kenne ich auch nicht. Girlartic oder so. Girlartic. Bisschen wieder falsch ausgesprochen. Gloss Blush. Ich zeige erstmal die Verpackung. No. Also wir haben diesmal 2 dekorative Kosmetikprodukte drin. Wir hatten hier schon tolle Paletten drin gehabt, muss ich echt sagen. Ja. Hatten wir auch schon. Parfüm. Parfüm geht ja auch immer, ne? Duschgel tolles. Tolle Box. Ja. Außer die Haarklemmerchen ist jetzt nicht so mein Ding. So haben wir hier, ne? Genau. No.
Ich muss das immer so ein bisschen länger in der Kamera halten, weil ich nicht weiß, wie schnell die Kamera das eingefangen hat. Okay. Okay, ja. Okay. Ja, würde ich eher, glaube ich, als Blush-Topper nehmen, als Einzelblush. Mit einem kleinen Spiegelchen drin. Sieht nett aus auf jeden Fall, die Verpackung von innen drin. Ja. Kann man so, glaube ich, so ein bisschen auf den Blush drauf machen. Ich gucke mal gerade, ob ich hier... Wir testen das jetzt einmal. Ich glaube, ich habe schon so viel drauf. Ne. Schon wieder hier. Immer beim Schminken, wenn man helle Haare hat, ist das echt blöd. Okay. Ja, ist nicht schlecht für so für auf den Dings drauf, ne? Ja. Ja, ist nicht schlecht. Ich mach mal hier Zwatschi-Zwatschi für euch noch. Ach komm, den Lippenstift könnten wir auch nochmal zwatschen, ne? Oh, jetzt habe ich den falschen Finger. Oh, ist schon stark pigmentiert, ne? Ja. Ja. Das ist schon... Ja. Ja, viel. So, dann machen wir einfach mal eben den... Hatte ich gerade vergessen. Jetzt habe ich keinen... Doch, da. Da ich ja jetzt so lange krank bin und nicht arbeiten kann, so Schwierigkeit werde ich euch im nächsten Video auf jeden Fall, habe ich ganz schön zugenommen. Ganz schön. Naja. Machen wir nochmal den Liquidstift. Schön ist er, muss ich echt sagen. Mal. Toll, ne? Fühlt sich auch nicht schlecht an. Ja, doch, sind schöne dekorative Produkte. Gefällt mir. So. Ja, wir haben es geschafft. Ich bin auf jeden Fall begeistert. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr die Box findet. Wie gesagt, ich habe jetzt ein Jahr Flex-Abo, genau, Flex-Abo habe ich. 29,95. Wie war das nochmal? Ich habe das hier gerade aufgeschrieben. Im Jahresabo zahlt ihr 27,95. Dann müsst ihr, also 4 Boxen bekommt ihr dann im Jahresabo, ne? Weil alle 3 Monate eine neue Box kommt. Wie gesagt, Jahresabo 27,95, Halbjahresabo 28,45 und alle 3 Monate Flex-Abo kostet 29,95. So, jetzt habe ich es. Ja, ich merke schon wieder, ich will von der Kamera nicht weg, weil ich habe euch ja lange, ich war lange nicht da für euch. Schauen wir mal, wann das nächste Video kommt. Eigentlich habe ich ja noch die anderen 2 Boxen liegen, aber das lohnt sich jetzt nicht mehr für euch abzudrehen, weil der Drops ist gelutscht, sagt man so schön, ne? Brauche ich euch nicht mehr zeigen. Mal schauen, wann ich wieder da bin für euch. Und ja, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr mal wieder sehen wollt. Ein Schminki oder das haben wir auch noch nicht getestet hier. Das steht immer noch hier auf meinem Tisch, ne? Oder so ein Farbvideo oder mit dem Nädeling. Mit dem Dermaroller, genau. Könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben. Oder ein besonderes Schminki mal wieder. Genau. Ja, wie gesagt, schreibt gerne in den Kommentaren, was ich für euch als nächstes machen soll oder lieber sein lassen soll, sagen wir mal so. Ja, ihr könnt ruhig kommentieren, was ihr wollt, ne? Ja, genau. So, ich werde mich jetzt verabschieden. Gesamtpreis habe ich euch eingeblendet, die einzelnen Preise auch. Und wenn ich was vergessen habe, werde ich euch das natürlich auch einblenden. Und so, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Und falls ihr Urlaub habt, ne? Schöne Urlaubstage, wie gesagt, bei mir dauert es noch. Ich glaube, in 10 Wochen fliege ich ja nach der Türkei. Freue ich mich riesig drüber. Da wird auf jeden Fall, werden da Vlogs kommen. Ja, so ein bisschen nicht alles, aber so ein Tag, 1-2 Tage werde ich euch mal dann mitnehmen. Und vielleicht aus dem Urlaub sogar was hochladen. Weiß ich noch nicht. So, wie gesagt,
Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben, mit einer Pass auf euch auf, achtet auf euch auf Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, Tschüsskowski, bei Adios. Tschüss, tschüss mit Ö, tschüss. Bye, bye.